Ich habe hier noch Sachen offen, Leute. Wir müssen Mexiko spielen. Deshalb habe ich diese Map ausgewählt. Eigentlich nicht deshalb, aber ich wollte einfach mal wieder Mexiko spielen. Jetzt sehe ich gerade, dass wir hier ja noch die halbe Map offen haben. Das gibt's ja gar nicht. So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal, Captain Darks. Wir spielen heute in Mexiko. Wir gehen ein bisschen spazieren. Und ich habe gerade entdeckt, dass ich bei der Map noch gar nicht alle Beobachtungstürme freigeschaltet habe, noch gar nicht alle Hütten freigeschaltet habe. Das muss ich nachholen. So, wir hatten ja schon einen Warnruf von dem Kojoten. Ist natürlich immer schwierig. Diese Vegetation auf dieser Map ist halt, also ist nicht gerade eine der leichten Maps, muss ich sagen. Also es gibt leichte Passagen, leichte Biome auf der Map, aber das hier gehört definitiv nicht dazu, mit den ganzen Kakteen und so. Bin noch nicht ganz drin. Das ist nämlich die große Gefahr auf dieser Map. Seht ihr das? Wie gefährlich dieses Gerät hier aussieht. Und wenn man dagegen läuft, bekommt man Damage. Es ist nicht viel Damage. Es ist eigentlich gar nichts. Also wenn ich jetzt hier mal so gucke. Warte, nee, ich roll mal in die andere Richtung. Da seht ihr das. Ich habe eigentlich gar kein Damage bekommen. Aber wenn ich dagegen laufe, dann macht er kurz, dann schreit er. Oder? Ja, doch. Ja, doch, 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 doch. So 1% Damage macht es. Digga. Was ist mit diesem Fasan hier los? Der ist frech, oder? Der nimmt mich gar nicht für voll. Und ich treffe auch nicht. Ich treffe auch nicht. Pass auf, jetzt ist der Diamant. Nee, ach so. Ach Mann, die Biester muss man ja in der Luft schießen. Deswegen nimmt er mich nicht für voll. Er braucht ja einfach nur nicht losfliegen. Was ist eigentlich mit diesem Truthahn los? Also seit dem Update können die irgendwie super viel fressen an Schüssen und fallen echt selten sofort um. Seht ihr das? Der fliegt noch mal eine Runde. Der denkt sich, jo, jetzt ziehen wir noch mal durch, ne? Ziehen wir noch mal durch. Du musst auch schön weit laufen. Ich muss da gleich runterfallen. Silberner Truthahn. Sind die hässlich. Leute, sind die hässlich. Bah. I, weiblich, gelb-braun. Komm, machen wir trotzdem in den Discord. Ja, ich hab die erwischt, ich hab's gesehen. Och, ey, wie lang die noch fliegen, ne? Aggressiv. Boah, gegen wen? Gegen mich? Auf. Das ist ein Vierer-Tier. Kann ich eigentlich mit der drauf schießen? Aber gegen wen sind die denn aggressiv? Ey! Schweineangriff! 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 Komm her! Muss dich nochmal gut treffen. Dich gut getroffen? Ich habe dich auf jeden Fall zweimal getroffen. Das ist schon mal schlecht. Ich werde umzingelt. Ich merke das. Wow! Ey! Seit wann greifen diese Schweine denn dann an? Nicht tödlicher Treffer? Nicht tödlicher Treffer, lol. So. Kein lebenswichtiges Organ getroffen. Guck doch mal, das ist nur eine Handvoll. Warum greift er mich an? Ist ja gar nicht. Aber süß sind die. Süß. Trophäenorgan beschädigt. Alter, hat er wirklich einen Header bekommen von mir. Muss es warm, Kinder, trinken ist wichtig, ne? Mindestens 3 Liter an so einem warmen Tag. Muss jetzt nicht unbedingt Cola sein, ja? Guckt euch das nicht von mir ab. Trink lieber Wasser oder Bier. So, der ist Klasse 3. Komm, wir machen jetzt einen 300-Meter-Schuss, weil der ist schon nervös, der Junge. Und der sitzt da so schön. Ja. Okay, doch, guter Treffer. Herz, Lunge. Silber. Diamant wäre 27,68. Verstehe, okay.
Ja, also von hier aus sieht man dann halt auch mal ein Schwein. Nee, doch, guck mal. Also der erste Muskel, Schulterblatt. Also das war der erste. Nee, achso, der erste war das hier. Ah, okay, okay. Der zweite war das hier, denn Doppellunge. Okay. Silbernes Weibchen. Schönes Tier. Doch, finde ich gut. Falls ihr euch die Screenshots nochmal genauer ansehen wollt, der Link zu meinem Discord-Channel ist in der YouTube, also in der Videobeschreibung. Ja, schaut da gern vorbei im Channel. Er legt es, sind alle Abschüsse aus den Streams, alle Abschüsse aus den Videos nochmal drin. Könnt ihr euch nochmal genauer angucken. Und im Channel Erlegtes Community dürft ihr gerne eure Abschüsse präsentieren. Kommt einfach auf den Discord, postet eure Dias, eure besonderen Farben, Albinos, gescheckt, melanistisch, wie auch immer. Auch eure Goldtiere, wir schauen uns das alles an, zusammen. Und ja, viel Spaß. Ist es. Das Schwein ist da. Das könnte auch ein Wirbelsäulentreffer gewesen sein. Ich weiß auch nicht, ob ich es dreimal getroffen habe. Wir müssen schauen. Ich habe tatsächlich dreimal getroffen. Nein. Ah, 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 ah. Ja, guck mal. Schöner Treffer, ne? Aber leider nur ein bronzenes Weibchen. Sie war halt auch nicht mehr wert. 38,3 wird Silber und sie war 36,3. Aber dafür schönes Tier, oder? 39 könnte... Oh, der geile Perlenvorhang, ne? Die 80er lassen grüßen, geil. So. Machen wir mal... 9.56 Uhr, ja? Und bevor wir das machen, holt der Onkel sich jetzt ein Eis. So, ihr kleinen Mäuse. Der Onkel ist zurück und hat ein Eis. Ja, wir müssen schnell sein, ne? Der schaut sich schon um. Der schaut sich schon um. Easy. Also, wenn da jetzt noch mehr gewesen sind, sorry. Er war jetzt schon ein gutes Kaliber. Vom Geweih her sah er gut aus. Wenn hier noch bessere gewesen sind, dann tut's mir leid. Habe ich jetzt erstmal nicht gesehen. Aber er war halt schon direkt... Er hatte schon diese Sherlock-Holmes-Mütze auf. Ne? Er hatte die Lupe in der Hand und dachte sich schon so, irgendwas ist hier komisch. Ich habe doch gerade was gehört. Und hätte ich ihm jetzt 2-3 Sekunden mehr gegeben, dann wären die auf jeden Fall geflohen, alle. Darum mussten wir jetzt erstmal, wir mussten den 31er aus der Herde knallen. Wisst ihr, was ein 31er ist? Ja, wisst ihr, oder? So, er ist nur Silber. Schade. Ja, 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 ja. Okay, wir versuchen mal, wir laden mal nach, wir versuchen mal so viele Böcke wie möglich aus der Gruppe zu schießen. Mal sehen, ob uns das gelingt. 150 Meter genullt. Erstmal du. Dann du. Dann niemanden mehr. Schade. Ich glaube, wir haben nur den einen getroffen. Aber ich habe doch ganz eindeutig den anderen auch, oder? Das ist schon wieder creepy hier, ne? Ist, glaube ich, genau in dem Moment weggelaufen, wo ich drauf geschossen habe. Und dann hat er bestimmt noch so ganz knapp den Schuss gedodged. So, also den haben wir schon mal gut getroffen. Gold, Doppellunge, fast in die Wirbelsäule. Ja, müssen wir ein bisschen runtergehen bei Weiß wieder. Ja, ja, ich kann mich dran erinnern. So, und was ist jetzt hier vorne passiert? Gar nichts, oder was? Keine Organe, gerade eben. Boah. Ja, nee. Weißwede irgendwie
weiß ich nicht, Trinkzeit ist vorbei oder ich kriege halt auch keine Warnrufe mehr von denen, ne? Das sind nur Weibchen. Oh, ja. Donner erwischt. Ha! Solche Drive-By-Schüsse mache ich sehr, sehr gerne. Aber vor allem, wenn die auch wirken. Also wenn die Tiere auch wirklich umfallen, dann mache ich die sehr, sehr, sehr gerne. Ich probiere mich da mal ein bisschen aus. Wie weit muss ich vorziehen, wenn so ein Hirsch rennt und sowas alles. Bei so kleinen Tieren bin ich mir immer nicht so sicher. Da verkacke ich das meistens. Aber bei so großen Tieren, so Hirschen und so, und da kriege ich das meistens eigentlich hin. Silberner, kleiner, süßer Bock. Schön. Ja, war ja mal wieder ein schönes Video. Zwar nicht so viel abgeschossen heute, aber dafür sehr interessante Sachen geschossen. Wir wurden von einem Schwein angegriffen. Von zwei Schweinen angegriffen. Ziemlich am Anfang des Videos. Ja, bis zum nächsten Mal sage ich da, vergesst den Follow auf Twitch nicht, vergesst das Abo auf YouTube nicht. Der Link für meinen Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Der Link für meinen Discord ist auch unten in der Videobeschreibung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.